Es gibt ziemlich viele verschiedene Arten von Lokomotiven. Da gibt es zum Beispiel Rangierlokomotiven. Sie rangieren Waggons und stellen Züge für die großen Lokomotiven zusammen. Dann gibt es auch noch große Zuglokomotiven, meistens Mischverkehr- oder Gemischzuglokomotiven. Diese ziehen dann entweder sehr schwere Güterzüge oder Passagierzüge. Spencer ist eine Schnellzuglokomotive und er befördert ausschließlich Fahrgäste. Und er fährt sehr, sehr schnell dabei. Eines Tages fuhr er in den Rangierbahnhof und stellte seinen Waggon dort ab. Seine Arbeit war für heute getan, aber der dicke Kontrolleur hatte noch einen Sonderauftrag für ihn. Er ließ sich abkuppeln und machte sich auf den Weg, um den dicken Kontrolleur zu suchen. Er wurde schnell fündig. Da bin ich, Chef. Was wollen Sie von mir? Edward ist nun auch krank geworden und die Nebenstrecke zum Hafen ist unbefahren. Würdest du bitte den Güterzug weiter ausliefern? Ein Güterzug? Ich, aber... Ja, Chef, natürlich, Chef, das schaffe ich. Spencer hatte großen Respekt vor dem dicken Kontrolleur und er musste ja auch tun, was er ihm sagte. Also fuhr er zum Hafen und kam währenddessen am Depot vorbei. Edward und Henry schienen wirklich krank zu sein. Ich finde schon noch heraus, warum die Lokomotiven in letzter Zeit so schnell krank werden, sagte Spencer und fuhr nun direkt zum Hafen. Schnell wurde er an den Güterzug angekuppelt und fuhr los. Dann stellte er die Güterwagen am Bahnhof ab und machte sich auf den Weg zum Wasserspeicher. In seinen Tender passt sehr viel Wasser. Er hatte schon seit 5 Tagen kein Wasser mehr nachgetankt. Langsam wurde er durstig und brauchte wieder Wasser. Aber beim Wasserspeicher gab es Ärger. Das Wasser sah überhaupt nicht mehr gut aus. Also wirklich, daraus kann man doch nicht trinken, sagte Spencer. Das ist ja widerlich. Aber es ist die einzige Wasserquelle in der Gegend, sagte ein Mitarbeiter. Also wirklich, seit wann ist das Wasser denn so dreckig? Seit etwa 4 Tagen. Also wirklich, ich komme erstmal noch ohne Wasser klar. Hier kann ich nicht trinken, sagte Spencer und fuhr los. Während er so die Gleise entlang fuhr, dachte er nach. Seit 4 Tagen also. Vor 4 Tagen ist Donald krank geworden, seit gestern geht's ihm besser. Seit vorgestern ist Henry krank und gestern Abend hat's auch Edward erwischt. Ich sollte die beiden vielleicht mal fragen, was ihnen genau fehlt, sagte Spencer und machte sich auf den Weg zum Lokschuppen. Weichen. Weichen. Schnell war er dort angekommen und fuhr auf die Drehscheibe. Edward, Henry, ihr seid ja krank, das weiß ich. Was fehlt euch denn genau? Was habt ihr? Kesselweh, sagten die beiden Lokomotiven gleichzeitig. Gut, also nicht gut, aber das bringt mich nun mal sehr weiter. Also, wir sehen uns dann später. Auf Wiedersehen, sagte Spencer und fuhr wieder los. Inwiefern wir ihnen jetzt geholfen haben, sagte Henry. Keine Ahnung, aber dafür gibt es sicher eine logische Erklärung, sagte Edward. Spencer fuhr schnell, um den dicken Kontrolleur zu suchen. Doch dann gab es Ärger. Oh nein, nicht jetzt, sagte Spencer, als er mitten auf der Hauptstrecke stehen blieb. Ihm war das Wasser ausgegangen. Der dicke Kontrolleur kam mit Donald, um ihm zu helfen. Ja, Spencer, du müsstest als große Lokomotive eigentlich wissen, wann du Wasser nachfüllen müsstest. Ja, Chef, sagte Spencer, aber es gibt Probleme mit dem Wasser und er erklärte ihm alles über den Kesselschlamm und weiter. Ei, das macht durchaus Sinn, sagte Donald. Seitdem ich mir den Kessel gründlich ausgewaschen habe, geht's mir auch wieder besser. Aha, somit wäre das also auch geklärt, sagte der Kontrolleur. Ich werde das mal untersuchen lassen. Und Donald zog Spencer erstmal von der Hauptstrecke. Der dicke Kontrolleur ließ den Wasserspeicher tatsächlich untersuchen. Und tatsächlich,
Eine Leitung war defekt und jede Menge Kesselschlamm kam durch die Leitung. Das wurde repariert und das Wasser war wieder hellklar. Seitdem Spencer das mit dem Kesselschlamm entdeckt hatte, kam es nie wieder zu Kesselweh. Und die Lokomotiven danken dem Spencer sehr dafür. Hallo alle zusammen, ich bin Thomas, die Rangierlokomotive. Je nachdem, wie sehr euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Mein Besitzer zumindest würde das sehr freuen. Wenn ihr nun mehr Videos sehen wollt, klickt auf den roten Waggon. Dort gelangt ihr zur Playlist. Wenn ihr mehr Videos in der Zukunft sehen wollt, klickt auf den schwarzen Waggon, um zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.